Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 31. Ausgabe der Kirchensprache am 25. Juli 2021. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Letzten Freitagabend haben wir in allen unseren Kirchen die Glocken geläutet, um an die Opfer der Flutkatastrophe zu erinnern. In Brochterbeck gab es auch kurzfristig einen kleinen Gottesdienst dazu. Ab Montag ist in ganz Nordrhein-Westfalen wieder Inzidenzstufe 1. Trotzdem dürfen wir weiterhin auch ohne Masken in den Kirchen singen, wenn wir Abstand halten und eine maximale Anzahl der Gottesdienstbesucher einhalten. Außerdem müssen wir wieder die Rückverfolgung sicherstellen. Die Niederlande ist ab Dienstag als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Das betrifft auch zwei unserer Ferienlager dort. Am Sonntag können sich die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind mit ins Lager schicken wollen. Wir haben alles so organisiert, dass wir vor Ort sogar abgetrennter und geschützter sind wie zu Hause. Außerdem kommen wir zwei Tage früher zurück, damit die Kinder nach einer verkürzten Quarantäne wieder rechtzeitig in die Schule kommen. Aber wir richten uns natürlich nach dem Elternwillen. Das Mesolal-Zeltlager Laggenbeck findet ab 3. August statt. Einen Tag vorher startet das Sola-Laggenbeck ins Sauerland. Die ersatzweisen Sola-Ferienspiele in St. Mauritius starten Montag in einer Woche. In Brochterbeck ist das alternative Ferienprogramm im Ort ab dem 9. August. Am Mittwoch starten die KAB St. Johannes Bosco um 16 Uhr zu einer Fahrradfeierabendtour. Mein Name ist Martin Kölker und ich bin Mitglied in der Gemeinde St. Ludwig. Ich möchte an dieser Stelle über die Entwicklungen und den Stand der Dinge zum Thema Denkmalschutz an der St. Ludwig-Kirche an der Grüner Allee berichten. Die Gemeinde St. Ludwig ist sicher eine Gemeinde, die in guter Tradition neue Dinge entwickelt und ausprobiert. Um zukünftig eine moderne Gemeinschaft zu bleiben, sind Veränderungen notwendig und neue Ansätze erforderlich. Schon vor einigen Jahren hat sich eine anfangs kleine Gruppe gebildet, die überlegt hat, wie man das Gemeindeleben weiterentwickeln kann und wie man durch eine Anpassung des Kirchengebäudes bzw. des Kircheninnenraums diesen Prozess auch begleiten kann. Die Überlegungen sind dann schon im Jahr 2019 etwas ins Stocken geraten. Es wurde bekannt, dass der Landschaftsverband den Prozess für eine Unterschutzstellung des Kirchengebäudes auf den Weg gebracht hat. Aus Sicht des Landschaftsverbandes stellt das Kirchengebäude aus den 50er Jahren ein bedeutendes Baudenkmal dar. Dies ergibt sich insbesondere durch die große Umgestaltung Anfang der 70er Jahre, als unter anderem der bekannte Rote Punkt eingebracht wurde. Ich habe diese Veränderung damals als Kind persönlich miterlebt. Seitens des Landschaftsverbandes wurde schließlich ein Gutachten erstellt, aus dem eine Unterschutzstellung des gesamten Kirchengebäudes und Inventars abgeleitet wird. Im Sommer 2020 erhielten wir dann einen ersten Bescheid der Stadt Ibbenbüren als zuständige untere Denkmalbehörde. Und dieser Bescheid sah dann allerdings einen Denkmalschutz für einige wichtige Elemente des Kirchenraumes vor, ließ aber auch noch in weiten Bereichen viele Gestaltungsmöglichkeiten zu. Aus heutiger und aus unserer Sicht ein guter Kompromiss aus Sicherung des Vorhandenen und Möglichkeiten für Neues. Dieser Bescheid wurde nun Anfang des Jahres 2021 zurückgezogen. Es wurde ein neuer Bescheid erlassen. Dieser neue Bescheid sieht nun eine Unterschutzstellung des gesamten Gebäudes vor. Aus unserer Sicht werden durch diese umfassende Festschreibung die Möglichkeiten der Veränderung und Weiterentwicklung zu stark eingeschränkt. Aus diesem Grund hat nun die Pfarrei St. Mauritius Klage gegen den Unterschutzstellungsbescheid erhoben.
Diese Klage wird auch durch das Bistum Münster unterstützt, da auch dort die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung als notwendig angesehen werden. Inzwischen haben erste Gespräche zur Vorbereitung der Klage stattgefunden. Man darf gespannt sein, wie sich die Dinge entwickeln werden. Auf jeden Fall wird wohl noch viel Zeit bis zu einer endgültigen Entscheidung vergehen. Mein Name ist Franziska Hüvelmeier. Ich bereite mit einigen Frauen und Männern aus unserer Gemeinde und Pastor Martin Weber den Gottesdienst Heiligkreuz im Puls vor, der seit fast 11 Jahren an jedem dritten Sonntag im Monat um 18 Uhr in St. Ludwig stattfindet, in der Regel im Pfarrzentrum oder draußen auf dem Rasen hinter der Kirche. Wir feiern diese Messe im Stuhlkreis mit Brot und Traubensaft, etwas veränderter Liturgie, besonderen Liedern und Elementen, Bildern, meditativer Musik. Meistens orientieren wir uns am Sonntagsevangelium, tauschen uns dazu aus und versuchen gemeinsam, es zu verstehen und für unsere Zeit zu deuten. Während des Lockdowns mussten wir natürlich auch auf diesen Gottesdienst verzichten und haben als Alternative eine Andacht in der Kirche angeboten. Die musikalische Gestaltung übernahmen Margret Evers und Ralf Kötting. Zwischen den Liedern wurden meditative oder informative Texte, zum Beispiel zum Hungertuch, vorgelesen. Jetzt dürfen wir endlich wieder miteinander Eucharistie feiern. Beim ersten Mal im Juni waren wir noch vorsichtig mit der inzwischen vertrauten Maske beim Gespräch und verhaltenem Gesang. Aber wir freuen uns, dass wir nun zu dieser lebendigen Gottesdienstform zurückkehren können. Solange das Wetter mitspielt, gerne draußen. Herzlich willkommen! Der nächste Gottesdienst ist am Sonntag, den 15. August um 18 Uhr an der Ludwigkirche. Und zum Schluss aus einer Predigt von Wilfried Prior. Ich bin es satt, den Niedergang der Kirche zu beklagen. Ich glaube nicht, dass früher alles besser war. In meiner Kindheit jedenfalls nicht. Das Entscheidende ist die Botschaft, ist das Evangelium. Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe. Nur das nehmt mit auf euren Weg. Nichts sonst habt ihr nötig. Ich bin sicher, dass vieles, was wir jetzt noch für selbstverständlich halten, in der Kirche vergehen wird. Aber wie sagte eine junge Kollegin, die bei der Kirche arbeitet, in den letzten Tagen voller Hoffnung, im guten Sinne ist Not durch nichts zu ersetzen. Wir fangen endlich an zu handeln. Endlich verändern wir uns. Wir brechen auf. Wir lassen die zu groß gewordenen Schuhe zurück. Und vielleicht fangen wir an, den Menschen barfuß entgegenzutreten. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns nicht vergessen, was wir gesehen und erlebt haben mit Jesus. Lasst uns unserer Hoffnung vertrauen. Und ich hoffe sehr, mehr brauchen wir nicht. Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck.